war ich abends immer in der Kneipe, war ja auch hochinteressant, ne? Dann da unten ein bisschen rumspielunken, wer denn alles da ist und Autogramme holen und Niki Lauda hat da bei uns gewohnt und so. Ja, und dann als Jugendliche natürlich auch viel in der Theke schon gearbeitet, mit meiner Oma in der Küche. Und dann fuhr ich dann selber rennen mit 18 und meine Oma, der verdammte Saupanz, der soll hier in der Küche helfen abends. Ne? Und dann bin ich dann schnell gefahren. Also ich habe mich eigentlich mehr wegen der Oma beeilt als wegen dem ganzen Rennsport. Ich bin echt gefahren wie die Sau, nur weil ich meine Oma im Innenspiegel mit dem Nudelholz habe stehen sehen. Da habe ich natürlich Vollgas gegeben, nur mein Auto war so lahm. Ne?